Richtig ist, dass Roman Neustädter ein freundlicher Mensch ist, weshalb er zu seinen Ex-Kollegen von Borussia Mönchengladbach, dem Schalker Gegner, am Freitag eine gute Beziehung hat. Falsch ist, dass er sich von ihnen deshalb die Butter vom Brot nehmen ließe. Klar kenne ich noch ein paar Spieler. Ich war jetzt erst letzte Woche mit Toni Janschke essen. Ist im Moment verletzt und ja, haben ein bisschen einfach gequatscht und wie es ihm geht, wie es dem Verein geht, den Jungs dort. Die Tabelle sagt, den Gladbachern geht es genau einen Punkt besser als uns seit dem letzten Spieltag. Zeit und Gelegenheit, die mal richtig im Dunkeln stehen zu lassen. Nur einfach wird das beileibe nicht. Ja, ich spiele manchmal mit Viererkette hinten, manchmal zu dritt, manchmal zu fünft. Attackieren im 4-4-2, mal im 4-3-3 oder 3-5-2. Also es gibt sehr viele Varianten für Freitag. Da müssen wir uns drauf einstellen und ich glaube, das wird dann ja, eine sehr anspruchsvolle Aufgabe für uns. Mindestens so schwierig wie die Geschichte mit dem russischen Pass, der ihn in die Spornaja und dann zur EM bringen könnte. Ich habe immer noch nichts gehört wegen meinem Pass und ich habe dem jetzt auch mit dem Nationaltrainer telefoniert vor 2 Tagen und habe ihm gesagt, dass ich noch keine Antwort habe. Ich weiß nicht, wie die Situation ist. Und ja, deswegen kann ich auch nicht eingeladen werden und er hat gemeint, es ist sehr schade, aber ich soll ihn auf dem Laufenden halten. Und das bedeutet, auch in der kommenden Länderspielwoche packt Roman Neustädter auf Schalke an.